Und weiter geht's. Wir haben den Auftrag bekommen, ein Dingelchen zu finden. Leider ohne Angabe, wo es das gibt und was das überhaupt ist. Deswegen, naja, können wir jetzt nicht so wirklich machen. Das heißt, wir schauen erstmal beim Kanoni-Reisebüro, ob es eventuell neue Reiseziele gibt, was wir umsehen könnten. Wo wollt ihr für 50 Goldmünzen hin? Trüffeldorf, Weihnachtsinsel, Imperium, Nummer 3. Das schaut doch gut aus. Ja, ihr seht, Goldvorrat ist durch das Level ein bisschen aufgestiegen, 150.000. Magie ist alles auf Stufe 4, Waffen auch alle Male auf Stufe 4. Das heißt, der nächste Orb wird uns dann auf Stufe 5 bringen. Und es haut da richtig dick rein. Level sind bei der Levelzeit auch ordentlich gestiegen, von 28 auf 35. Also war schon ein sehr guter Sprung. So, auf zum Imperium. Und da sind wir auch schon. Und landen auf einem Berg. Okay. Direkt beim nächsten Kanoni. Wunderbar. Ja, da wollen wir aber jetzt sichern. Schauen wir uns hier mal um. Und imperiale Soldaten, wir kennen sie ja noch. Ja, Waffen haben wir hier nicht, das heißt, das scheint ja alles friedlich zu sein. Gucken wir mal. Willkommen in Südstadt. Jupp. Friedlich, hier sind wir doch nicht so bekannt. Was auch sehr, sehr gut ist, denn ich glaube, wir dürften hier nicht so viele Freunde haben. So. Was haben wir hier? Eine Frau, die vor uns abhaut. Direkt mal hinterher. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin ein Spion aus Tasnica. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt am besten den Tunnel der Rebellen, im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Okay, 634 die Parole. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, haben wir hier oben noch irgendwas? Na, stehen bleiben. Wo ist er? Na, egal. Ich glaube, hier ist doch nichts mehr Großartiges. Ne, hier ist nichts. Da ist gar nichts. So, ein Junge mit Waschbärmütze. Was hat der hier zu sagen? Hier wohnen nur Verrückte, wie zum Beispiel diese Maria. Jep, jep, jep. Aha. Händler? Eine Nacht kostet schon, boah, 100 Gold. Ne, wollen wir nicht, denn wir sind ja frisch aus. Nein, wollte ich auch nicht. Na, egal. Wir waren noch ein Händler. Ist der hier oben? Oder das Händler-Symbol war falsch? Nein, das war nicht falsch. Sehr schön. Wie kann ich helfen? Kaufen. Hast du neue... Ja. Dämonenring. 750 Gold. Dreimal bitte. So. Juwelenweste. 4500 Goldmünzen. Und wieder im schicken rosa Design. Wunderbar. Auch dreimal bitte. Und die Strickmütze. Oh, leider nur zweimal. Na gut, nur kommt Kast das nächste Mal noch einhalb. So. Auf Wiedersehen. Jupp, jupp, jupp. Hm, ach nee. Kann er ja nicht. Aber das hier auf 43. Sehr schön. Und das, ja, ist noch im Rahmen. So. Schöne kleine Verbesserung. Bei Helm. Ja, rosa passt zu dir. Und dann Kiki noch. Ob ich es irgendwann mal schaffe, es in die richtige Richtung zu drehen vom Anfang an. Hm, naja. Probieren wir es da. Oder für dich einen Arm. Nein, das nicht. Das hier. Okay. Das war's. So. Hier waren gerade ein paar kleine Lecks. Mhm. Der Imperator hat mich... Der Imperator hat nicht mehr alle Tasten im Schrank. Er bereitet sich auf einen Krieg vor und hat eine Monsterarmee am Schluss. Mhm. Der Imperator. Oh, wer war das? Wie lautet die Parole? 6. 3. Und 4. 6, 3, 4. Rein mit euch. So,
Sehr schön. Fischies. Die halten nicht wirklich viel aus. So. Und nein, Stein. Nein, ihr könnt ruhig... Oh, kommt doch mit. So. Den Schleim ignoriere ich generell, weil der kann vereisen und das nervt einfach nur. So, ich hoffe, das hier ist der richtige Weg. Kommt mit, Mädels. Zack. Und noch mehr Schleim. Nein, Kiki ist vereist. Gott, ich hasse Schleim. Na komm, dann macht ihn auch wenigstens richtig weg. Hier lang. So. Ja, der Schleim ist einfach nur nervend. Okay. Das war der richtige Weg. Yep. Hier sind nur Fische, die gehen in Ordnung. Zack. Und ich glaube, ja. Hinten hat man schon das Geräusch gehört von der Ente. Die lassen wir aber auch stehen. Einfach durch. Kiki, was machst du denn da hinten? Möchtest du nicht mit uns kommen? Dann machen wir es halt manuell. So. Zack. Und den hier noch. Ah, ne, ihr trefft ja noch schlimmer als ich. Okay. Nerviger Schleim, aber ist hier unten irgendetwas? Wahrscheinlich ist hier eine Sackgasse. Oh. Na, kommt schon. Los, Martina. Ah, die wollen nicht so richtig. Ja, hier ist eine Sackgasse. Und noch mehr Schleim. Nein, nein, nein. Komm mit, den Schleim, den lassen wir stehen. So. Gehen wir hier lang. Hm, na Lisa, du bist auch nicht viel besser. Mensch, 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 ihr Mädels. Ah, wir sind draußen. Wer seid ihr? Spione des Imperiums? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Ich bin Kass, der Mahnerheld. Ja, wie bescheiden. Angeber. Willst du damit beeindrucken? Eifersüchtig, hm? Quatsch, ich liebe doch Hagen. Hagen? Etwa den Hagen? Warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei den Ruinen hypnotisiert. Ruinen hypnotisiert? Wie in Pandoria? Aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen. Das solltet ihr nachprüfen. Ja, der gute Hagen. Viel Glück, danke Sepp. Geht auch weg. Der ganze Ärger begann vor 15 Jahren. Hm. Okay. Ja, anscheinend gibt es ja auch wieder Ruinen. Und da würde ich ja fast mal drauf wetten, dass Tantalus hier auch seine Finger im Spiel hat. Sarah musste zu schnell erwachsen werden. Ja, die arme Sarah. So. Der Imperator hat sehr gefährliche Leibwächter. Assis, Markus, Trax und Tantalus, nehmt euch in Acht vor ihnen. Okay, die arbeiten alle für den Imperator. Das ist nicht gut. Das Leben ist grausam. Mhm. Hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich frage mich, was diese Leute bei den Ruinen tun. Das sollten wir uns mal genau ansehen. So. Das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Manchmal hört man Sarah nachts weinen. Na gut, dann schauen wir mal, was uns in der Nordstadt erwartet.